Moin moin liebe Zockerfreunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Cities in Motion 2 im Multiplayer Battle mit dem Helge. Moin. In der letzten Folge haben wir uns ja schon angefangen hier mit Linienumbau und Umstrukturierung. Ja, will ich jetzt nochmal beigehen. Und das nochmal ein bisschen, ja, wie sage ich da immer so gerne, so optimieren. Optimieren wollen wir das. Tolles Wort. Tolles Wort, finde ich auch. Und zwar möchte ich jetzt meine Obuslinien optimieren. Ach, die kommen hier raus. Das ist ja auch toll. Was denn? Die kommen da raus, wo ich rein wollte. Da wir ja ein bisschen mit Hin- und Rückweg arbeiten wollen. Oh, echt? Scheiße. Schwierig. Aber wir machen das trotzdem. Bus weg. Bus weg. Ja, Bus ist durch. Gut. Jetzt wird er gleich meckern. Eine Stelle nicht mehr erreichbar. Ja, das ist in Ordnung. Und schnell wieder die Obusleitung durch. Dann haben wir zumindest den ursprünglichen Linienweg schon mal wieder gefunden. Ist so. Das ist so. Das muss man manchmal doch. Nee. Doch. Ach hier, genau, der Helge. Der Helge hat hier das Haltestellenverzeichnis gesehen. Da kann man jetzt zum Beispiel, hier sieht man, ja, Fahrsteinpreise sind zu hoch. Hier kann man zum Beispiel jetzt eine Haltestelle, man sucht sich jetzt eine rote Haltestelle, eine gelbe Haltestelle raus und dann sagt, geht man da hin und dann guckt man und dann stehen da hier, Fahrgäste sind unzufrieden. Wer ist denn unzufrieden? Wurde vom Fahrer ignoriert und danzt hier rum. Der wärmt sich auf für den nächsten Fahrer. Ratz, ratz, ratz. Ja, Haltestelle 56. Er ist ganz unzufrieden hier. Wer ist denn ganz unzufrieden? Da, Wartezeit war zu lang. Okay. Das ändern wir gleich. Oh, an den Bussis, ne? Die Busse sind ja rappelvoll, ey. Da sind ein bisschen Pussis, muss ich auch sagen. Ja. Jetzt muss ich noch ein paar Haltestellen umlegen. Und zwar, da oben fährt der andere längs. Dann setzen wir die Gegenhaltestelle natürlich hier unten hin. Dann fährt er hier raus. Das können wir auch so lassen, finde ich. Das Fenster? Ja, finde ich. Dass man das so lassen kann. Definitiv. Ich weiß nicht, wenn es geht, aber... Auf jeden. Mein Segen hast du. Mein Daumen, Christe! Ja, Daumen hoch, locker drin, du. Das ist etwas unübersichtlich, finde ich, aber... Kriegen wir hin. Und was? Alles, ja, alles andere kriegen wir, ja. Ist denn jetzt so? Und zwar müssen wir eine Obus-Depot haben. Eine. Dramatik. Das ist Spannung aufbauen. Boah, das war gar nicht so schlecht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja, durchaus. So, hier ist ja 6 von 0, Obuslinie 2. Wieso habe ich da 6 von 0 Bussen? Was ist das denn? Jetzt habe ich 5 von 6 Bussen, na, dann geht das ja schon mal wieder. So, und die 3,
Ne, die 3 wollen wir gar nicht bearbeiten, die 2 wollen wir bearbeiten. Genau. Einmal der Linio 2. Jetzt muss ich wieder teure Busse kaufen. Der ist zu klein. Der Night Trolley ist schon gar nicht so schlecht. Von den Werten gut. Viel Platz, viel Servicequalität, nur teuer. Kaufen wir erstmal 6 Stück. Ein bisschen Kohle haben wir ja. Und dann zerpflücken wir mal unsere Linie 2, so leid es mir auch tut. Alle die. Au. Oh. Jetzt habe ich wieder vergessen, eine Haltestelle zu setzen. Und zwar müssen wir jetzt da sehen, dass wir die wieder bedienen. Oh, kommt nicht mal aus dem Depot raus, ja. Nö. Und fangen hier wieder an einzusammeln. Und dann hier rum den Merker bedienen statt einwärts, fahren einmal hier heran und fahren wieder. Keine Verbindung mit letzter. Ach so, ja, habe ich natürlich auch gar nicht dran gedacht, dass wir dafür hier im Kreis fahren müssen, ne? Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ja, es kommt auch gleich wieder. Nehmen den noch mit. Und da ist der Ausstieg und geht zurück ins Depot. So. Das haben wir schon. Und weil es so schön ist, machen wir jetzt noch mal eine Mitfahrt. Wir gucken eine Runde mit. Hallo. Machen eine Runde mitfahren. Ja, machen eine Runde mitfahren. Einmal mitfahren, das ist lustig. Oh, wir haben jetzt auch. Hast du gelesen? Wir haben drei neue Busse gekauft. Ja. Ja. Das ist ja immer Steuergelder hingehen. Wir schmeißen mit den Steuergeldern rum, ja. Einer muss, aber das ist auch ganz gut. Einer muss, ja, ja. Wenn ihr das schon nicht macht, wir übernehmen das gerne. Schön durchs Industriegebiet hier durch. AZF. Atomale Zentralführung. Ja gut, dass der jetzt rot ist, dann kann ich ja nun, ne? Was soll ich denn dagegen machen? Weißt du, das musst du machen, so wie früher bei Rollercoaster Tycoon Teil 1, da konntest du die Menschen so aufpicken und einfach im Wasser versenken und dann auf den Sack gegangen sind. Dann hattest du halt mal einen Toten und fragt, dann war das so. Ja. Oder packt ihn auf eine Insel, wo er im Kreis gehen kann. Ja, Insel, Kreis und so. Warum fährt die 3 hier nicht weg? Ach, das Depot ist voll. Ha, lustig. Dann versetzen wir von da einfach nochmal ein paar Fahrzeuge, ne? Den nehmen wir. Den Obus Depot 3. Den nehmen wir auch noch mit in 3 rein. Einfach ein paar Wirre hier rauspicken. Jetzt sagt schwupp. Weg. Fahrgäste sind unzufrieden.
Ja gut, wenn die da jetzt 3 Stunden stehen, dann kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber was soll ich da meine Linienänderung machen? Ich kann die doch nicht einfach fahren lassen. Die arme Linie. Ob sich das wirklich alles noch zum Positiven entwickelt, ich weiß es nicht. Meinst du das? Ja, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, gleich neue Wassertaxilinie. Was machst du? Eine neue Wassertaxilinie. Eine neue. Jo, die andere sah ja noch. Echt? Designland aus. Lied aufnehmen und los geht's. Meinetwegen, mach was willst du, du. Ich mach jetzt so. Ich kann mir jetzt zwar nicht vorstellen, dass sich das Ding lohnen würde. Meinst du nicht? Nein. Aber vorher waren die Busse voll. Warum sind. Na gut, das ist auch mitten in der Nacht. Und dich? Müssen wir auch noch sehen, dass wir den wieder angeschlossen kriegen. Deswegen Buslinie 4 bekommt auch noch eine Haltestelle. Ha, Haltestelle. Meinst du heute? Eine Haltestelle, ja. Wo setze ich die denn jetzt mal? Hier könnte ich ja. Zack. Buslinie 4. Haltestelle hinzufügen. Und dann fügen wir noch eine Haltestelle hinzu. Und jetzt noch mal eine weitere hinzufügen. Das wenn wir schon mal so freundlich sind und alles hinzufügen, dann fügen wir natürlich auch noch mehr hinzu. Auch wenn wir dem sonst nichts hinzuzufügen haben. Dann können nämlich die, die von hier kommen, hier umsteigen und noch mit in den Kreisel reinfahren. Damit wir hier halt unseren Umstiegspunkt haben, wenn sie dann umsteigen würden. Letzte Abfahrt verpasst. Ah, dann können wir da noch die Kleinen mit rein. Ja, hier, das ist gut. Zack. Die holen wir mit in Busdepot. Ah, drei. Mit reinschmeißen. Als Übergang. Dann brauchen wir sie nicht wegverkaufen. Sondern nutzen sie noch ein bisschen. Und dann fällt das Depot hier aus. Schon wieder Fahrscheine zu. Was mache ich denn verkehrt? Eine Straßenbahn-Monatskarte kostet 25 Euro bei mir. Nicht? Leider. Und ich habe keine roten Grinsegesichter. Mir kostet aber auch 50. Ach, du hast 25, ne? Was? Mir kostet 50. Ja, aber das ist doch komisch. Immer noch zu hoch. Jetzt wollen sie Obus noch mal weniger bezahlen. Ist so eine hohe Arbeitslosenrate? Oder wie war das noch? Irgendwo mit hing das noch zusammen? Schule Studenten oder so? Fahrtypen, Anteil Schwarzfahrer. Oh. Studenten hier. Jede Menge Studenten. Fast 40% der Schwarzfahrer sind Studenten. Für
Fahrzeuge ansehen. Oh, hier. Yeah. Fast 100%. Stadtdiagramme war das, glaube ich, hier. Arbeitslosenquote. Student. Fast, ja, richtig ein Haufen Studenten. Studenten sind bei 30, oh, knapp 30%. 35, nee, 32%. 35%? Arbeitslos. Anteil Privatwagennutzer, Geschäftsmensch. Stadtbevölkerung ist auch klar, wächst. Anteil Fußgänger, Studenten und Arbeiter. Anzahl der Fahrten. Dauer der Fahrten, 9 Minuten. Na gut, wenn sie rüber wollen, ist das natürlich doof. Wie machen wir das denn mal? Also im Moment komme ich echt nicht in Gange, muss ich sagen. Willst du was auf Freuliches hören? Was denn? Dein Spiel kommt pünktlich. Amazon hat sich gerade bei mir gemeldet. Mein Spiel kommt pünktlich? Ja, definitiv. Ist ein Fehler bei den Darstellungsfehler. Sind sie schon dran? Juhu, American Truck Simulator wird pünktlich da sein zum Release. Yay! Die Collect, das wird jetzt noch. So, was hat die Taxis eingerichtet und ein bisschen kann ich schon rüber. Was denn da? Ach, da hast du die. Guck, wo Wasser-Taxi-Haltestelle. Interessant, die laufen zur anderen Linie hinten auf der anderen Seite. Zur anderen Linie auf der anderen Seite? Ja, die wollen, also die fahren quasi Richtung deiner Innenstadt. Die gehen über die Ampel auf die andere Seite. Ja. Und dann fahren sie wahrscheinlich bis zur Wassertaxi-Haltestelle und fahren mit dem Wassertaxi wieder rüber. Guck mal, ob ich das jetzt mal einfach folge. Ich bin mal gespannt, wo der sie hinfährt. Damit schließt sich der Kreis dann auch wieder. Naja. So, Geschäftsmensch. Gucken, wo der sie hin. Also ich werde aus den Statistiken nicht schlau. Noch nie wird die mit beschäftigt. Opus Linie 4. Die fährt zu selten. Also ich verfolge jetzt Wilhelm Winkler, wohnt in der Villa, ist Autobesitzer eines Hybridfahrzeuges. Eines Hybridfahrzeuges? Mhm, kann sich mal eben locker Wassertaxi leisten. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt so hinläuft, weißt du, oder wo der hin will. Geschäftsmensch. Ist Wassertaxi gefahren? Ich bin noch nie Taxi gefahren. Nee, er ist Wassertaxi gefahren, jetzt wechselt er auf die Straßenseite. Bei mir? Ja, er steigt jetzt bei dir. Ne, jetzt wartet er. Ja? Oh, mal gucken, ob wir Erwin Winkler finden. Ne, Winkler steht rechts jetzt. Da ist Wilhelm Winkler. So im grünen Anzug ist er. Direkt rechts neben der Bushaltestelle. Oh, je nachdem, wo du... oh, Bus voll. Ne, der ist noch nicht eingestiegen. Noch nicht eingestiegen? Ne, der ist jetzt, steht. Jetzt müsste er einsteigen. Da steht bei mir kein Bus. Bis jetzt im Bus 1. Richtung Innenstadt. Ach so, ja gut. Ich habe an der falschen Haltestelle geguckt. Ist jetzt aber ausgestiegen. Ist eine Haltestelle gefahren. Wird jetzt wahrscheinlich zur Arbeit. Oder Wilhelm Puff oder so. Gucken wir. Wilhelm Winkler. Den habe ich jetzt auch. Mhm. Er läuft jetzt an der roten Pause der Saal. Wo er hin will. Ja. Oh, biegt ein in die Geschäftsstraße hier. Ja. Ihr Geschäftsgebäude. Geht aber. Ist fährt da kein Bus lang, wo der gerade lang läuft? Nö. Das ist eine Sackgasse. Jetzt, guck
Guck mal, wo der hingegangen ist. Siehst du das Gebäude? Ja. Jetzt guck mal, wo dieses Linientaxi ist. Das Wassertaxi, oder was? Ja, warum ist denn der in der Station gefahren? Zu Fuß wäre schneller gewesen. Und vor allem jetzt geht er zurück. Ich hab's auch gerade gesehen. So, jetzt gehen wir nach Hause. Den gleichen Weg wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt. Na, gucken wir mal. Bist du noch dran an ihn, ja, ne? Ich habe ihn auf jeden Fall noch ausgewählt, ja. Gut. Muss jetzt erstmal ein bisschen beobachten, ob das hier so alles läuft. Jojo. Grinsel, Kasper und so. Klar, jetzt wird er wieder eine Station fahren und dann ins Wassertaxi steigen. Hier ist eine Bushalte. Erwin Winkler. Ach nee, Wilhelm. Soll ich gleich ein gelbes Gesicht machen? Der Bus kommt schon. Also braucht gar nicht erst anfangen, gelbes Gesicht zu machen. Bus? Einsteigen. In 438. Ihre Leistung werden. Zack. Ausgestiegen. Wassertaxi. Zum Wassertaxi. Dort ein bisschen. Für 5 Sekunden im Gebäude, weißt du? Die sind echt lange. Ja, vielleicht muss er was abgeben. Seine Bewerbung oder so. Genau. Oh, wir sind schon drüber über der Zeit, ey. Hm? Ist schon wieder? Zeit rennt aber, ja. Tjo, geht mal schnell so, ne? Ratzfatz, sag ich dir. Ratzfatz. So, was hat den Taxi gemacht? Schon plus von 100. 100.000? Nein, 100. Ach, 100. Nee, jetzt sind 200. Läuft. Läuft bei dir, ja. Ich höre das schon. Ach so, hier sind die, ja. Mhm. Und einer ist übergeblieben. Wurde vom Fahrer ignoriert. Alter, die Fahrer kriegen doch schon so viel Kohle. Im Griff die Leute, ne? Oh, ist überhaupt nicht im Griff. 0% der Fahrgäste werden ignoriert. Ah, gut, komm, er kriegt ja nochmal hier. 19. Ja, komm, wir machen jetzt 20. 20 Euro kriegen jetzt meine Fahrer. Und weh, die ignorieren noch irgendeinen. Nochmal ein paar Kontrolleure. Gucken wir nochmal einen Cashflow. Obwohl ich so wenig, ja, ist so weniger geworden, der Cashflow. Ich bin bei 113. Ja, nicht schön. Nicht schön. Und drüber? Was? Waren wir nicht drüber? Doch. Wir waren drüber. Stimmt. Ja, zu lang ja wir werden da noch mal ein bisschen den ganzen Kram jetzt hier beobachten. Hier sind auch schon wieder gelbe Smileys. Ja, es ist gar nicht so einfach zu spielen, wie man immer denkt. Ein paar Linien bauen, dann läuft das schon alles. Ich muss noch mal gucken, wie ich meine Finanzen so ein bisschen wieder in den Griff kriege, dass ich dann noch mal meine Fahrscheinpreise ein bisschen hochdrehen kann. Von daher bleibt am Ball. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns natürlich einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit und schaltet natürlich zur nächsten Folge wieder ein. Am Samstag um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Ciao.